السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Meine liebe Brüder und Schwestern, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und schön, dass wir uns heute zum 5. Ramadan uns treffen und begegnen. Und Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wir sehen, dass ein großer Teil des Monats schon vorbei ist. Ganz einfach und ganz schön. Und ich hoffe, dass wir auch entsprechend so viele Löhne vom Allah subhanahu wa ta'ala bis heute kassiert haben und dass wir uns unser Herzen bereinigt haben, ausgeschüttet haben, was drin von Sünden in den letzten 11 Monaten, sage ich nicht jetzt mal in den letzten Jahren, sondern sage ich mindestens jetzt mal vom Ramadan zum Ramadan. Und uns hilft dieses Jahr zwei deutsche Literatur, möchte ich das nochmal wieder bekannt geben. Das ist Die Krone der Braut von Ahmad Ata'ed-Din al-Sakandari. Das Buch ist übersetzt in der deutschen Sprache von Serhat Kaya aus Hamburg. Das zweite Buch von meinem lieben Bruder Ahmed von Denver, Tazkiyatun Nafs. Das Buch habe ich, seitdem der Bruder das geschrieben hat, schon Alhamdulillah gelesen. Das andere Buch habe ich in der arabischen Fassung vor ungefähr 50 Jahren gelesen. Jetzt bin ich zufrieden, dass ich die deutsche Fassung bekommen habe. Ich wusste es nicht, dass es die deutsche Fassung gibt. Bis vor einem Monat ungefähr, als Familie Adel Qasim die Kinder von einem Zufallfund das in einer Bibliothek gesehen haben, in einer Bücherei und genommen haben. Und Alhamdulillah habe ich mich gefreut, dass ich auch die deutsche Übersetzung lesen kann. Gestern haben wir gesprochen über das eine der größten Gründe, dass die Menschen sich von Allah subhanahu wa ta'ala entfernen, das ist die Ungerechtigkeit. Und die Ungerechtigkeit passiert, dass jemand die Rechte an andere Person nicht gibt. Der Opfer der Ungerechtigkeit ist auch hier eine wichtige Person. Nicht nur ich und meine Schwächen, nicht nur die Ungerechtigkeit alleine, sondern auch die andere Person. Das kann der andere Person eine nahe Person sein. Meine Eltern, meine Geschwister, meine Frau, meine Kinder, meine Nachbarn, meine Lehrer. Da sind Personen, die eine positive Einstellung haben in meinem Leben und ich muss die auch jetzt mal entsprechend gut behandeln. Und je näher diese Opfer sind von meiner Ungerechtigkeit, desto ist meine Entfernung vom Allah subhanahu wa ta'ala noch größer. Und da sollen wir schauen in den letzten Tagen vom Ramadan und nehmen wir das auch als eine Reisebegleitung in den letzten 25 Tagen im Ramadan. Wie viel Ungerechtigkeiten haben wir getan? Und ich hoffe, dass wir das nicht tun. Wie nah waren diese Personen zu uns? Weil je näher die Personen, desto entfernter bin ich von Allah subhanahu wa ta'ala und seine Barmherzigkeit. Und der Imam spricht hier in seinem Buch Taj al-Arus, haben wir gesagt, die Krone der Braut, vom Unglück derjenige wahrhaft schwer getroffen, den seine Sünden und Gelüste, Shahawat, derart verwüstet haben, so dass er wie ein abgenutzter Ledersack aussieht. Die Person, die Probleme hat mit seinen Sünden und Gelüsten, macht der Imam als Vergleich mit einem abgenutzten Ledersack oder mit einer abgenutzten Wasserblase. Eine Wasserblase ist aus Leder. Drin werden Wasser getragen und man weiß schon, in den Dörfern, die weit von den Flüssen liegen, wird jetzt mal das Wasser transportiert. Es war auch in Deutschland früher so, in den alten Bau von den Städten. Die waren nicht direkt an den Flüssen, sondern in der Nähe von den Flüssen. Und da wurde jetzt mal das Wasser immer transportiert. Entweder von Wasserbrunnen innerhalb der Stadt,
Die Stadtmauer war immer da und damit die Feinde nicht reinkommen, dürften keine Flüsse innerhalb der Stadt fließen. Sonst wäre es erstmal eine strategische Gefahr bei den Kriegen und bei der Belagerung der Städte. Auf jeden Fall, so waren die Menschen früher und so war die Wasserblase notwendig. Diese Wasserblase war in der Regel aus Leder und mit der Sonne, mit der viel Abnutzung, ist die geschält und war schlecht aus. Und irgendwann ist die geplatzt und sollte man das austauschen. Jetzt ist der Vergleich hier der Mensch, der mit Sünden umgeht und sich nicht schützt, wird irgendwann größer werden, aufgeblasen werden, geschält werden und geplatzt werden. Oder platzen. Und so ist der Gefahr von dem Imam, wenn er darüber spricht. Weiter sagt er, die erste Station, der Maqam, ist die Umkehr von den Sünden, die Tauba, die Reue, und ohne sie wird nichts, was danach getan wird, angenommen. Allah löhne, subhanahu wa ta'ala, die er uns gibt, für das Fasten, für die Lektionen, dass wir heute zusammensitzen, für das Läutern unserer Seelen. Und wenn die Tauba, wenn die Reue, wenn der Umkehr nicht stattfindet und nicht vom Allah subhanahu wa ta'ala angenommen wird, dann helfen die Taten danach überhaupt nicht. Und da kommt ein Beispiel vom Imam. Das Beispiel eines Dieners, der sündigt, gleicht dem eines neuen Tontopfs, welcher über dem Feuer eine Weile oder eine Welle lang erhitzt wird und sich schließlich schwarz färbt. Wenn ich den Tontopf auf dem Wasser erstmal lege, auf dem offenen Feuer, dann sehen wir, dass der Ruß drauf kommt und es wird total schwarz sein. Und wenn man diesen Tontopf später wäscht, wird diesmal diese Farbe weggehen. Und wenn man das nicht wäscht, nochmal wieder benutzt und nochmal wieder benutzt, wird total schwarz sein. Das in der Regel früher waren diese Kochtöpfe aus schwarzem Lehm gemacht. Sie wird geschwärzt werden später irgendwann. Wasser war etwas ein teures Gut und eine Rarität, die man immer transportieren sollte. Und da hat man gesagt, machen wir aus schwarz, wenn die geschwärzt ist, ist das Problem nicht so groß. Nicht nur der Tontopf wird geschwärzt, sondern auch unsere Bekleidung, wenn wir die benutzen, werden auch erstmal schmutzig. Wenn man die Bekleidung erstmal wäscht, kann man sofort weiter benutzen, Alhamdulillah Rabbil Alamin, und wechseln. Aber wenn die nicht gewaschen wird und bleibt mit Schmutz über Schmutz über Schmutz, dann werden die irgendwann abgenutzt. Entweder sollen wir die Kleidung bleichen oder färben, wenn die auch die Farbe auch weggeht, oder wegschmeißen am Schluss. Und so ähnlich ist unsere Seele. Wenn wir die Sünden tun und nicht schnell uns von den Sünden befreien durch die Tauba, durch die Reue, dann wird es mal geschwärzt und geschwärzt und geschwärzt. Es ist auch für diejenigen, die Drogen nehmen. Man nimmt diese Drogen einmal, zweimal. Man spricht, es gibt eine Möglichkeit für eine Rettung für diesen Mensch, dass er damit aufhört. Und wenn der Mensch aber doch dickköpfig ist und hartnäckig ist und bleibt mit diesem Konsum von den Drogen für längere Zeit, dann hat dieser Mensch irgendwann seine Wille verloren. Und wenn er die Wille verliert, dann gibt es keine Chance, dass er zurückgeht, außer mit einem ganz kräftigen Maßnahmen gegenüber dieser Person. Oder der Prophet sallam sagt uns, wenn jemand einen Haram-Blick wirft in eine Richtung, was er nicht sehen darf, dann sagt der Prophet, dass der erste Blick für den Mensch als Lohn angenommen wird. Ja, ich sehe hier etwas Falsches. Wenn ich nicht weiter mich fokussiere in diese Richtung, wo denn Fehler passiert, aber ich mache die Augen zu, ich trete woanders, ich werde mir Gedanken machen, wie kann ich diese Leute helfen, wo ein Problem da ist.
Dies alles wird für mich als Lohn vom Allah subhanahu wa ta'ala, als gute Tat. Wenn der Mensch aber in seinem Gelüste verfallen ist und intensiver in der Richtung von dem Fehler noch weiter schaut, dann sagt der Prophet, dass die anderen Blicke gegen ihn angerechnet werden. Erster Blick durch einen Lohn, weitere Blicke durch Sünden. Das ist das Problem, wenn der Mensch das macht. Weiter sagt der Imam, es ist also die Umkehr, die Tauba, die die Schwärze des Herzens wegwäscht. Ich sage es ein Beispiel, welche Schwärze des Herzens weggewaschen wird. Und statt dass man seine Gewohnheit für die Blicke in Haram oder beim Drogen, da gibt es aber Probleme bei uns. Eine Person, die bei Spendensammlung, heute habe ich gelesen, dass Geschwister für eine Wasserbrunne sammeln möchten. Und dann ist ein Konto per PayPal jetzt mal da und die Menschen möchten überweisen. Ich habe es gelesen. Und tausende von Menschen haben gelesen. Und manche haben gesagt, ja, es gibt dieses Projekt, danke. Ich habe mich ein bisschen mehr beschäftigt mit diesem Projekt. Dann habe ich gefragt, was kostet so ein Wasserbrunnen? Vielleicht kann ich einen großen Teil übernehmen, vielleicht kann ich das Ganze übernehmen. Oder vielleicht kann ich sagen, liebe Geschwister in unserer Moschee, übernehmen wir als Münchner die Kosten für einen Wasserbrunnen. Dann haben wir kollektiv eine schöne Verantwortung für Geschwister irgendwo. Das ist bis jetzt, was passiert ist. Jetzt habe ich einen Kampf mit mir. Soll ich für diesen Wasserbrunnen sammeln oder soll ich für ein Projekt in München sammeln? Wir haben auch den Iftar für die Muslime in München. Wir haben Reisende, die in Not sind in München. Wir haben die Dauerarbeit in München. Wir haben die Heizung und Stromkosten in München. Was ist für mich jetzt mal momentan vorrangiger als das andere? Das ist ein Problem bei mir. Ich kämpfe. Und dann werde ich entscheiden, vielleicht machen wir Wasserbrunnen mit der Moschee. Werde ich mich beteiligen, auch mit 5 Euro, wie man das erwartet, in solche Projekte? Es ist falsch, diese Erwartung, aber man erwartet es. Oder werde ich sagen, wie ich am Anfang gesagt habe, ich könnte einen großen Anteil übernehmen, vielleicht ein Viertel davon, und dann mache ich weiter. Da gibt es den zweiten Kampf bei mir. Der dritte Kampf, dass ich das wirklich realisiere. Dass ich mein Portemonnaie öffne und die 5 Euro rausnehme oder die 200 Euro rausnehme. Irgendwann werde ich etwas tun. Diesem Kampf mit mir selbst hat ein Endergebnis, die mit der Bereinigung des Herzens zu tun hat und mit meinen Sünden woanders da sind. Wenn diese Sünden von Drogen, von Blicke, von Hören, vom Schimpfen, von Schlagen drin in meinem Herzen noch da sind, werde ich viel schwächer sein, dass ich etwas Gutes mache. Wenn ich es mal spende, dann wird das Spenden für mich eine Gewohnheit, wie das Atmen. Habe ich heute mir Gedanken gemacht, wie ist meine Atemtechnik? Atme ich jetzt mal von meiner Brust, atme ich von meinem Bauch, atme ich von meinem Seiten oder von meinem Rücken? Ich atme den ganzen Tag und mein Herz schlägt den ganzen Tag. Ich bewege mich, ich laufe den ganzen Tag. Ich sage es nicht, linke Bein, rechte Bein ausrollen, dann auf dem Fersen, dann zu den Spitzen. Das machen wir alle nicht. Geht das irgendwann, dass wir mit unserer Spende, mit unseren guten Taten so als Gewohnheit tun, wie das alles? Wird unserem Beten auch so eine Gewohnheit sein? Nicht eine Gewohnheit im Sinne, dass ich das tue, ohne zu merken, dass ich das mache, sondern eine Gewohnheit, dass es so leicht geht, ohne sich Probleme zu machen. Und so war der Prophet Dawud alayhi salam, dass Allah subhanahu wa ta'ala über ihm sagte, Ni'mal abdu innahu awwab. Es ist ein toller Diener. Er war immer wieder umkehrbereit. Er war immer wieder umkehrbereit. Wer umkehrt, sagt, ist schon angekommen, wieder bereit, er hat das nochmal wieder gemacht und nochmal wieder gemacht.
Bitte daher Allah ständig darum, dass er dir die Umkehr von diesem Sünden, die Tauba, erlaubt. Ich weiß, bitte um etwas, dann bitte ich um Geld, ich bitte um Wissen, ich bitte Allah um Gesundheit, ich bitte Allah um Kinder, ich bitte Allah um eine neue Heimat, ich bitte Allah um Frieden. Aber dass ich Allah bitte um die Reue, das ist nicht gewöhnlich bei mir bis heute auf jeden Fall. Und da ist es eine ganz wichtige Regel im Islam, dass das Beste, was du darum bittest, ist, was Allah dich dafür aufgefordert hat. Allah hat dich aufgefordert zu bitten, dann bitte Allah, dass er dir das Gebet erleichtert. Dann machst du das Gebet und wirst diesmal dafür belohnt. Hat Allah dich aufgefordert zu fasten, dann bitte Allah dich dafür, dass er dir das Fasten erleichtert und ohne Probleme macht. Dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Bittgebete, dass wir den Umkehr erleichtert wird, dann wird nicht für jeden Mensch angeboten. Vielleicht bekommt ein Kind der Umkehr, die Tauba, mehr als sein Vater oder der Mutter. Vielleicht werden die Diener das bekommen und nicht die Herren und die Meistern. Vielleicht bekommt der Arbeitnehmer und nicht der Arbeitgeber. Vielleicht bekommt das Volk und nicht die Führung. Vielleicht bekommt die Betende in der Moschee und nicht der Imam. Das wissen wir alles nicht. Diese Umkehr hat mit der Schönheit nichts zu tun, hat mit dem sozialen Rangstellung auch nichts zu tun. Aber hat er mit der Wahrhaftigkeit, sich zu Allah zu wenden. Und Allah sagt uns im Koran, Inna akramakum inda Allahi atqakum. Gewiss, die geehrteste von euch bei Allah ist der gottesfürchtigste von euch. Und so ist diese Taube ein Geschenk vom Allah subhanahu wa ta'ala. Da sagt der Imam weiter, solltest du dieses Geschenk bekommen, dann wisse, dass Allah dich liebt. Es ist ein Geschenk, weil es gibt keinen Preis dafür. Diese Konsequenz für diese Reue sagt Allah subhanahu im Koran, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Wahrlich, Allah liebt diejenigen, die sich ihm reuevoll zuwenden und die sich reinigen. Das ist eine wunderbare, schöne Position, somit erreiche ich das. Und was ist der Preis für diesem großen Geschenk vom Allah subhanahu wa ta'ala? Nur jemand, der den wahren Wert einer Sache kennt, wird sie sich auch wünschen. Die wahre Wert von einer Sache. Wer den Wert von einer Sache kennt, wird sich wünschen, dass er diese Sache bekommt. Beispiel. Ich gehe zum Supermarkt, kaufe ich mir eine Flasche Wasser, bezahle ich den Preis dafür, sagen wir 1 Euro. Das ist der Preis, die Kosten. Aber der Wert von diesem Wasser ist sehr unterschiedlich. Vielleicht möchte ich einen Streich mit anderen Personen machen und denen mit dem Wasser bespritzen. Was hat das für einen Wert? Ist ein negativer Wert. Ich habe jemanden geärgert und die Kleidung ist mal schmutzig gemacht. Ja, das ist ein negativer Wert. Aber der Preis bleibt 1 Euro. Die andere Person nimmt das Wasser vom Supermarkt und sieht einen Baum draußen. Der Baum ist getrocknet oder die Blumen sind getrocknet und gießt damit jetzt mal diese Blumen. Ist wunderbar, dass er das Leben erhält für diese Blume, aber das ist nicht seine Aufgabe. Er hat einen Wert bei ihm. Ob dieser Wert von der Gesellschaft anerkannt wird, dass er eine Blume gegossen hat damit, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, es hat einen Mehrwert als die Person, die die Kleidung von den anderen Nachbarn beschmutzt hat. Vielleicht möchte ich mit dem Wasser, mit den Medikamente, meine Medikamente einnehmen. Dann hat schon einen Wert, das ist für meine Gesundheit erhalten.
Nein, ich sehe jemand auf der Straße draußen, der unter Zucker hat, der Probleme hat, und ich kaufe für ihn sofort ein bisschen Wasser, ein bisschen Zucker und gebe ich ihm zu trinken, dann habe ich sein Leben gerettet. Oder bin ich in der Wüste und jemand hat kein Wasser dabei, ist ganz nahe zum Sterben und ich gebe ihm das Wasser. Sehen wir, dass der Wert von dem Wasser, von diesem 1 Liter Wasser, sehr unterschiedlich sein kann, vom Negativ bis zum Lebensretten. Und so ungefähr. Wenn diesem Wasser, einer wird die Flasche mit dem Fuß treten, vielleicht, damit eine Person den anderen nicht ärgert und der andere sagt, das ist kostbar, eine lebensrettende Möglichkeit. Und da sagt der Imam ein ganz anderes Beispiel, sehr interessant aus dem Umfeld bei ihm, sagt, würdest du unter einer Herde von Tieren Rubine verstreuen, so würden sie sich dennoch für die Gerste entscheiden. Die Tiere entscheiden sie sich nicht für Rubine. Die Rubine sind für uns. Goldmünzen sind für uns, aber nicht für diese Tiere. Die erkennen den Wert nicht. Ihr Wert ist für das Leben. Sie ist der Gerste und ihrem Heu. Und da sagt der Imam nochmal wieder eine ganz interessante Ayah dabei. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Und jene, die nicht bereuen, das sind die Ungerechten. Und der Allah subhanahu wa ta'ala spricht hier nicht diesen Vergleich. Wer nicht bereut, ist nicht der Bereuende. Sondern Allah trennt die Menschen in 2 Gruppen. Eine bereuende Gruppe und eine ungerechte Gruppe. Wer sich bereut, dann ist gerecht. Wer die Reue nicht macht, ist ungerecht. Er hat den Bund mit Allah subhanahu wa ta'ala beendet, leidet darunter in diesem Moment. Wer bereut, der gewinnt, und wer nicht, der verliert. Verfalle nicht der Hoffnungslosigkeit, indem du sagst, wie oft habe ich nun Buße getan und sie doch wieder gebrochen. Denn auf Heilung warten alle kranke Personen. Ich tue eine Sünde. Ich bereue diese Sünde. Ich bitte Allah um Verzeihung von dieser Sünde. Und nach einer gewissen Zeit falle ich nochmal wieder in der gleichen Sünde. Allah subhanahu wa ta'ala wird es ihm nicht langweilig, mich nochmal wieder zu verzeihen, mich zu entschuldigen, solange dass ich die Reue mache. Falls der Mensch aufhört, um die Reue zu bitten, dann wird Allah ihm nicht verzeihen. Allah gibt die Reue, wer um die Reue bittet. Und ein heiliger Hadith sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer mit den Wasserblasen der Erde zu mir kommt, gefüllt mit Sünden, werde ich ihm auch mit dem gleichen Vergebungen oder mit Vergebungen begegnen. Ich komme mit so vielen Sünden und mit der Reue, dann bekomme ich auch so viele Vergebungen vom Allah subhanahu wa ta'ala am jüngsten Tag wie jetzt. Wenn ein Diener bereut, werden sein Haus im Paradies, in der Himmel und auf der Erde, so wie der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala mit Freuden erfüllt. Wir wissen schon, dass wenn in der Moschee jemand kommt und macht die Shahada und nimmt den Islam an, wir freuen uns allen darüber. Ich freue mich auch, wenn mein Nachbar, der Moslem ist, wenn mein Cousin, wenn mein eigener Bruder, der nicht gebetet hatte, plötzlich im Ramadan anfängt zu beten, dann bitte ich zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihm diesen leichten Weg weiter begleitet dabei. Dann freue ich mich. Nicht nur ich freue mich für diese Personen, sondern das Universum freut sich für diese Personen. Die Erde freut sich, wo er sein Sujud macht. Der Himmel freut sich,
wo die Löhne zu Allah subhanahu wa ta'ala und wo die Nachrichten zu Allah subhanahu wa ta'ala emporgetragen werden, insha'Allah Rahman. Die Steine und die Pflanzen freuen sich, weil dies alles lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala. Wir kennen die Sprache von den Steinen nicht, aber die Steine lobpreisen Allah. Und wenn ich als Mensch auch Allah subhanahu wa ta'ala lobpreise, dann ich und den Stein haben eine gewisse Harmonie miteinander. Und wenn ein Mensch das nicht tut, dann gibt es diese Harmonie weniger. Der Mensch leidet nicht darunter, weil er ist, hat das selber entschieden, aber die Steine leiden darunter. Die Pflanzen leiden darunter. Und dann, wenn ich die Taube mache, freuen sich Menschen, Tiere, Pflanzen, Fische in den Meeren, alle freuen sich, dass dieser Mensch die Taube gemacht hat. Allah, der Erhabene, ist nicht damit zufrieden, dass du nur der Liebende bist. Er möchte vielmehr, dass du der Geliebte bist. Nicht, dass du der Liebende bist, sondern Allah möchte mehr, dass wir die Geliebte sind. Der Liebende hat weniger Taten, er hat eine Person lieb, es gibt eine positiven Gefühle für eine Person. Der Geliebte hat viele Leute etwas Gutes angetan, dass all diese Leute ihn lieb haben werden. Und so ist der Liebende eine Person mit einer Eigenschaft, die ist positiv, aber Allah möchte mehr, dass wir positiv in der Gesellschaft etwas tun werden, das für die Gesundheit der Gesellschaft, das für die Gerechtigkeit in der Gesellschaft, für die Liebe in der Gesellschaft etwas tun. Und Aisha, die Frau des Propheten sallam, wurde eines Tages gefragt nach den Eigenschaften des Propheten sallam. Was hat die bei ihm einmal gemerkt, was besonders aufmerksam macht. Die sagte, eines Abends stand er auf und hatte gebetet, mitten in der Nacht, und so lang gebetet, bis seine Beine angeschwollen sind. Können wir uns jetzt mal vorstellen, bei dem Tarawih-Gebet, wie oft haben Menschen mit Beinkrankheiten wie ich die Entscheidung, dass ich sage, ich sitze jetzt, ich kann nicht mehr. Oder ich sage, lieber Imam, kannst du jetzt mal ein bisschen weniger machen? Wünsche ich mir, ich sage es nicht, aber ich wünsche es mir, dass er weniger macht. Der Prophet steht auf, kein Imam, kein Mitbetende, er allein, er kann machen, was er will, aber er hat nicht gemerkt, dass seine Füße so angeschwollen sind. Und als Aisha ihn gefragt hatte, warum machst du dir das an? Allah hat dich verziehen für alle Sünden der Welt, was du auch nicht gemacht hast, die früheren wie die späteren. Dann sagte der Prophet sallam, Afala akunu abdan shakura? Soll ich nicht ein dankbarer Diener werden? Als dankbarer Diener ist ganz interessant, wie wir es werden, sollen wir es wissen, sollen wir es lernen, sollen wir lesen. Und unser Islam, das erste Wort, was der Prophet empfangen hatte, war das Wort Iqra, lies. Lies im Namen deines Herrn. Ich lese, damit Allah subhanahu wa ta'ala mit mir zufrieden ist. Ein kurzer Vergleich. Man sagt, dass die Europäer jährlich um die 200 Stunden lesen, manchmal mehr. Das Araber, mein Volk, lesen ein Zehntel, 20 Stunden. Andere Studien sagen nicht einmal 15 Stunden im Jahr, nicht pro Tag und nicht pro Monat. Wie viele Bücher gelesen werden, ist beschämend, diese Zahlen. Obwohl, dass wir haben mehr Pflicht zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir das lesen werden, insha'Allah. Und dafür sprechen wir heute, insha'Allah, oder morgen haben wir mit dem Lesen, mit dem Wissen uns zu beschäftigen und wie die Sünden, die da sind, etwas, was uns kaputt macht, nicht nur ein Topf, der geschwärzt ist und ein Kleid, der gebleicht werden soll
oder weggeschmissen werden soll, sondern noch viel, viel mehr. Darum ist es wichtig, dass wir die Herzen bereinigen und läutern für die Seele, damit wir die Sünde nicht tun und falls sie getan werden, damit wir aufhören und zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala mit der Reue. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, freue ich mich auf unserem Treffen morgen, insha'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.